Hey Leute, ich habe die Leica Q2 getestet und damals zu gut genannt. Nun, jetzt ist die Leica Q3 da und die ist definitiv zu gut mit neuem Sensor und vielen neuen Features, die ich mir dringend gewünscht habe. Kapitel 1 – Design. Die Leica Q3 ist die schönste Kamera auf Erden. Darüber müssen wir auch gar nicht diskutieren. Das erkennt jeder, der sehen kann und auch nur einen Funken Ästhetik besitzt. Keine Linie oder Wölbung zu viel, jedes Detail ist geschmackvoll und wohlüberlegt angeordnet, sogar die Schriftart verdient einen Preis. Und das ist nicht nur eine schöne Fassade, die Verarbeitung ist so ultra hochwertig, wie man es eben nur bei einer Kamera bekommen kann, die so viel wie eine Niere plus ein großer Kaffee bei Starbucks kostet. Es ist wirklich krass. Bevor ich viel Geld für eine Uhr, ein Gemälde oder irgendein anderes Kunstwerk ausgeben würde, würde ich mir einfach eine Leica Q3 kaufen und auf einen Sockel stellen und bewundern. Und wenn man sie umhängen hat, ist das definitiv auch ein Statussymbol. Man wird direkt ernst genommen. Eine Wirkung, wie man sie sonst bei keiner Kameramarke hat. Die Q3 ist nicht nur hübsch, sie hält auch was aus. Spritzwasser und Staub, was erstaunlich praktisch ist, wenn man ein Wochenende in Hamburg und danach in den Bergen von Hawaii unterwegs ist. Sie ist für eine Vollformatkamera mit der Lichtstärke ziemlich kompakt, aber nicht ganz so kompakt wie eine Fuji X100V. Es gibt da nur eine Sache, die mich stört, vielen aber vermutlich absolut egal sein wird. Der Kameragurt ist aus echtem Tierleder, die Q3 somit nicht vegan. Es gibt zwei Verbesserungen gegenüber der Q2, die ich mir sehnlich gewünscht hatte. Erstens, das Display kann herausgeklappt werden, was Fotografieren aus extremeren Positionen möglich macht. Der Mechanismus wirkt außerdem solide und die Bildqualität war auch super. Zweitens, im Auslöser ist ein Gewinde. Da kann man selbst Knöpfe reindrehen, in Akzentfarben oder beispielsweise aus Holz. So ein persönlicher Touch macht jede Q3 etwas anders. So, und bevor wir jetzt über die Bildqualität an sich reden, will ich kurz anmerken, dass ich die Kamera 3 Wochen hatte. Das ist nicht genug Zeit, um ein komplettes Video mit vielen Meisterwerken zu füllen. Also habe ich auch Bilder gemacht, die manchmal einfach so die technischen Limits und Möglichkeiten der Kamera zeigen sollen. Also bitte habt Nachsicht mit meinen Fotos. Kapitel 2 – Objektiv. Das Objektiv ist fest mit der Kamera verbunden. Man kann es nicht wechseln. Es ist ein Leica 28mm Summilux mit einer f1.7 Blende und Makromodus. Der Blendenring ist manuell und der Fokus kann auch manuell gezogen werden mit dem Leica-typischen Höcker. Nennt man das so? Summilux steht bei Leica für besonders lichtstark. Und für das, was das Objektiv kann, ist es erstaunlich klein. Aber so ganz allgemein gesprochen steht es schon ein ganzes Stück heraus und wiegt auch nicht gerade wenig. Ich finde den Makromodus cool, frage mich aber, ob er nicht unnötig Gewicht gekostet hat und ob es nicht klüger gewesen wäre, das Ding so klein und leicht wie nur irgendwie möglich zu bauen. Das beiseite ist das Objektiv extrem beeindruckend. Auch offenblendig, knackscharf, mit minimalen chromatischen Aberrationen und einem dezenten Flair, so sehen die Sonnensterne aus und so sieht das Bokeh aus. Und man hat echt viel Bokeh trotz des relativ weiten Sichtfelds. Für Point and Shoot sind 28mm genau richtig. Es passt eigentlich alles ins Bild. Es ist super ähnlich zu dem, was ihr von eurem Smartphone kennt. Vielleicht zu ähnlich. Aber hier kommt der neue Sensor ins Spiel und der ändert so einiges. Kapitel 3 Sensor. Leica hat Vollformat erfunden und hier drin steckt ein Vollformatsensor mit 60 Megapixel Auflösung und das ist brutal viel. Das ist der Sensor, der auch in der Leica M11 steckt und deswegen hat er auch die clevere Pixel Binning Funktion. Man muss nicht in 60 Megapixel fotografieren, es gehen auch 36 und 18 Megapixel RAW. Das kann je nach Einsatzzweck eine praktische Option sein und reduziert die Datenmenge, wie ihr hier sehen könnt. Aber ich wollte natürlich die volle Auflösung nutzen. Denn 28mm sind mir einfach zu weitwinklig und bei 60 Megapixel hat man viel Platz zum Reinzoomen und Begradigen. Eine 5-fach-Vergrößerung entspricht immer noch 12 Megapixel und das sind dann immerhin 140mm. Man kann sich beim Fotografieren auch schon ein Crop-Fenster anzeigen lassen. Gespeichert wird diese Info aber nicht, die kann aber beim Framing helfen. Ich habe mir viel von den 60 Megapixel erwartet und das Bild ist extrem scharf, aber nicht ganz so scharf, wie ich 50 Megapixel bei Hasselblad auf Mittelformat empfunden habe. Hier auch mal neben einer Sony A7 R Mark V, die ebenfalls Vollformat und 60 Megapixel hat. Bedenkt nur, es ist ein anderes Objektiv. Man hört immer wieder, es gäbe die Leica-Farben, den Leica-Pop und es stimmt. Mein Eindruck ist, dass der vor allem durch das Objektiv entsteht und es ist was ganz Dezentes. In manchen Bildern kaum vorhanden, in anderen dann schon auffälliger. Das ist einer der modernsten Sensoren, die es gibt und das sieht man auch in jedem Bild. Ich würde die Bilder aber nie unbearbeitet posten, wie ich das bei einer Fuji-Filmsimulation gerne mache.
Bei der Leica Q3 muss ich immer nochmal in die Bearbeitungssoftware meines Vertrauens, was Pixelmator Pro ist. Aber die Leica-Farben sind halt ein echt guter Startpunkt. Von dort aus kann man überall hingehen, auf eine ganz natürliche Richtung oder total überdreht oder so, als wäre es alter Film. Unterbelichtung kann man besser retten, als ich das sonst irgendwo gesehen habe. Also das Rauschverhalten ist extrem gut. Das Einzige, was mich gestört hat, ist der häufig etwas zu kühle Weißabgleich. Die hohe Auflösung gepaart mit dem relativ weiten Objektiv bedeutet, dass das hier die flexibelste Kamera ist, mit der ich je unterwegs war. Man hält einfach grob in die Richtung drauf, in die man fotografieren möchte. Und am Ende wählt man dann den Bildausschnitt und die Farben aus. Und vor Ort kann man halt einfach draufhalten und im Nachhinein alles so hinbiegen, wie man das eigentlich wollte. Und das ist ein grundsätzlich anderer Ansatz von dem, was ich sonst normalerweise verfolge. In hektischen Situationen ist es aber befreiend. Für Streetfotografie insbesondere. Ich habe mir die Frage gestellt, ob der Dynamikumfang zunimmt, wenn man die Megapixelanzahl runterschraubt. In dieser gepushten RAW-Datei erkennt man, dass sogar das Bild mit der niedrigsten Auflösung am stärksten Infos in den Tiefen und Höhen verliert. Also für die maximale Bildqualität sollte man in 60 Megapixel fotografieren. Kapitel 3,5 Autofokus. Die Leica Q3 ist die erste Leica-Kamera mit Phasen-Autofokus. Außerdem gibt es eine Personen- und Augenerkennung, die ziemlich zuverlässig funktioniert. Das ist nicht Sony, Canon oder Fuji-Level, aber gut genug für ruhigere Momente. Sport- oder Tierfotografie macht hiermit keinen Sinn. Auch lag der Fokus bei mir manchmal leicht daneben. Aber es gibt einen extrem guten und hochwertigen manuellen Fokus. Zum Beispiel, wenn man wie ich hier die Sterne fotografiert, muss man den Fokus eigentlich manuell setzen. Und die Q3 hat dann sogar einen automatischen Astro-Modus mit Rauschreduzierung, was schon ziemlich cool ist. Störend fand ich nur, dass im Sucher die Auflösung deutlich sinkt, wenn man den Auslöser halb drückt, um zu fokussieren. Das macht es dann etwas schwer, den Fokus einzuschätzen. Ansonsten ist dieser Sucher aber wunderbar scharf, groß und farbecht. Kapitel 3,75 Video. Ich wollte es erst gar nicht wahrhaben, aber diese Kamera kann 8K Videos aufnehmen, ohne Crop oder irgendwie so ein Quatsch. Das gerade ist mit der Q3 gefilmt und das Bild ist halt wirklich brutal scharf. Ein Log-Farbprofil gibt es leider nicht, man ist im Color Grading also etwas eingeschränkt und die Sensorstabilisierung hat mich auch enttäuscht. Man braucht einen Stativ oder Gimbal, aber auf letzterem sind 28mm und die kleine Form mit 8K natürlich eine feine Angelegenheit. Außerdem kann man auch im Makro-Modus filmen, was auch ziemlich cool aussieht. Ich bin erstaunlich positiv von dieser Kamera und ihren Videofunktionen angetan. Kapitel 4 Software. Das Menü ist nicht nur echt schön und verständlich aufgebaut, es ist halt auch von Anfang an in Deutsch gestaltet. Man hat also endlich mal keine komischen Übersetzungsfehler oder abgeschnittenen Texte. Um diesen Anflug von Patriotismus auch noch ein bisschen auszuschmücken, möchte ich sagen, wie cool es eigentlich ist, dass wir in Deutschland sowohl die besten Fotokameras mit Leica als auch die besten Videokameras mit Arri haben. Und die Leica Q3 ist sogar made in Germany und bei Problemen genießt man einen extrem guten Kundenservice und die Mitarbeiter in Wetzlar ein faires Gehalt. Zurück zur Software. Die Kamera ist sehr simpel in der Bedienung und sie unterstützt Touch. Die App funktionierte bei mir auch sowohl unter iOS als auch Android gut, sowohl um Fotos zu übertragen als auch als Live-Vorschau. Kapitel 5 Akku. Die Laufzeit ist mir nicht positiv oder negativ aufgefallen. Heißt, an einem Tag habe ich die Kamera nicht leer bekommen, innerhalb von einer Woche musste ich sie dann aber schon so zwei, dreimal aufladen. Keine Ahnung, Kameras haben irgendwie alle dieselbe Akkulaufzeit und die hier war auch nicht anders. Die Leica Q2 hatte ja keinen Anschluss, man musste also immer das Akkuladegerät dabei haben. Die Q3 hat jetzt endlich USB-C und das ist wirklich praktisch. Man kann natürlich auch für gemütliche 170 Euro einen zweiten Akku kaufen oder für 175 ein Wireless Charging Gerät, das dann zusammen mit dem 195 Euro Handgriff die Leica Q3 kabellos aufladen kann. Einen internen Speicher wie bei der M11 gibt es leider nicht, nur unten einen einzelnen SD-Kartenslot. Fazit: Kann ich diese Kamera nun empfehlen und wenn ja, wem eigentlich? Nun, sie kostet 5.950 Euro. Aber brechen wir den Preis mal kurz runter. Da wäre das Objektiv. Das kostet bei Leica so etwa 4.000 bis 5.000 Euro. Okay, und dann die Kamera. Ist ja eigentlich eine M11, kostet also auch nochmal 9.000 Euro. Und selbst wenn wir nur eine Sony A7 R5 nehmen, kostet die auch 4.500 Euro. Ja, also so gesehen spart man eigentlich mit dem Kauf 7.000 Euro. Ist ein richtiges Schnäppchen. Ja, und warum habe ich dann noch keine Q3? Es liegt am Objektiv. Es ist mir nach wie vor zu weitwinklig. Ich fände es mega, folgender Vorschlag an Leica, wenn man beim Kauf auswählen könnte,
welches Objektiv fest verbaut wird. Sagen wir 28, 35 und 50 mm. Ey, ich würde heute noch mit dem Sparen für ein 35 mm Objektiv anfangen, mit dem ich jetzt gerade auch aufnehme. Ja, die Leica Q3 ist so ziemlich die beste Kamera, die ich je benutzt habe, vor allem in dieser kompakten Form. Aber letztendlich werden sie, glaube ich, nur sehr, sehr wenige Menschen kaufen, die zu Hause sogar eine noch bessere Kamera haben.